Der Kiez wird sich in jedem Fall freuen, das denke ich schon. Vor allen Dingen freuen wir uns, ich hoffe, Sie Studierenden auch. Der Prenzlauer Berg ist natürlich sehr bekannt als Kultur- und Szenebezirk und ist ein Bezirk mit einer Bevölkerung, die sehr offen ist, die sehr kulturbegeistert ist. Und da passt natürlich eine Modehochschule absolut gut rein. Wir haben mehr Räume, wir haben umgestaltet, anders strukturiert, größere Räume auch zum Teil. Ich denke mir, das Atelier, das wird eine konzentriertere Atmosphäre haben. Eben, was ich schon sagte, mit den weißen Wänden, was wichtig ist, wenn man über Farben und Formen spricht, dass es ein bisschen neutraler ist. Das hat hier doch sehr großen Einfluss genommen. Mittagspause kann man zusammen mit jeder Horde Mütter in Kinderwägen gerne am Helmholtzplatz verbringen. Ansonsten gibt es natürlich auch einige gute, übrig gebliebene Cafés und auch so kleinere Imbisse. Das wird erstmal sehr treffend, auch gerade weil es ja um den Bereich Mode geht. Hier ist es irgendwie so, dass man ein bisschen abgeschottet ist und nicht wirklich sagen kann, man kriegt hier so einen Input auch von der Gegend drumherum und im Prenzlauer Berg, da ist halt wirklich immer, da tobt das Leben.